Junkfoodtaste.com und jetzt gibt es Bier. Und zwar das Wickühler. Ich spreche das bestimmt falsch aus. Das Pilsner, würzig frisch. Ja, das ist mit den drei Musketieren. Oder so. Haben die auch schon Bier getrunken, die drei Musketiere? Ja, natürlich alles ordentlich gestylt, wie es sich gehört. Okay. Trinktemperatur. 4,9. Und das kommt aus Dortmund. So, viele Grüße nach Dortmund. So, werden wir es mal öffnen. Mit dem Trademark-Öffner. Dem alten, verrosteten Öffner, der älter ist als ich. Okay. Kommt bestimmt jetzt Kommentar. Wie alt bist du eigentlich? Okay. Ja, das hat schon was. Ich muss sagen, dass ich bei... Ich habe keine Ahnung von mir. ich habe jetzt nicht vorher jetzt Bierkunde studiert, bevor ich hier angefangen habe, Bierreviews zu drehen. Ist wirklich... ziemlich derbe. Hat einen derben Nachgeschmack. Richtig bitter. Fast wie... Es hat dieses Würzige und dann noch dazu... Eieiei. Fast wie Flensburger. Ich bin halt ein Softbier-Trinker. Oh Gott. Mir gefällt das nicht. Ich gebe Gourmet. Ja. Ich traue mir hier nicht mehr, die Fails reinzuknallen. Weil das ist halt... Das ist für Leute, die bitteres, intensives, würzigen Bier trinken wollen. Und solche Weicheier wie ich trinken was anderes. Ja, was haltet ihr von Wickühler? Vom Geschmack? Habt ihr schon mal probiert? Das erinnert mich fast an wie an Königspilsner. Königspilsner war auch so extrem. Kein Wunder, dass die Kids von heute kein Bier mehr trinken. Das ist fast schon was für... Ja, wie seht ihr das? Trinkt ihr das? Erzählt mal. Ja, das war die Review. Und, ach, ich muss noch auf Englisch. Oh, feier. Okay, this is a German beer. It's called Wickühler. It's from, Dortmund. In some of the three musketeers are featured here. Don't ask me. Aren't the four musketeers from France? I don't know. And they all have different trousers. Look at this. He's got a grey trouser and he has got a white trouser. Okay. And as I say, it's... the herb beer, and it is, I tell you, it's too hard for me. I just told the Germans that I'm not a beer expert. I didn't study beer science before I start to upload beer reviews. I'm more like a candy expert and frozen pizza, but not beer so much, but I review anyway. It's had a very intense, better, herbish aftertaste. And it's like the Flensburger or the Kingspilsner. It's not like if you are from a country like, I don't know, USA, and you know stuff like Carlsberg or other stuff. This is like, soft beers. For instance, yeah, Carlsberg is a soft beer. And this is like a hardcore old school beer, very bitter, very intense. Yeah.
the reason why young people don't drink beer anymore. Okay, if you have any idea, then let me know, and thanks for watching.